and then I go like this. Die haben echt gut was mitgemacht, die Schuhe. Da muss ich nichts zu sagen, oder? Ja. Es ist scheiße, Mann. Aber Sutra Kartenspiel. Kein empfehlenswerter Ort. Die ist ein Tarik auf den Schoß gesprungen, der schnippt sie so weg. Okay, das ist krass. Seitdem hat er eine Verletzung am Finger vom Schnippen. Wir werden jetzt aufbrechen nach Bambu. Das bedeutet, wir müssen heute erstmal starten mit einem furchtbaren Lauf nach unten. Das zerrt nicht so an der Kondition, aber man glaubt gar nicht, wie das auf die Knie und die Muskulatur dann doch geht. Und dann wünscht man sich teilweise wieder hochzugehen. Das werden wir dann auch tun. Man muss wieder komplett hoch bis auf das gleiche Level. Das ist das Dorf Sinuva da hinten. Dann gehen wir zum nächsten Dorf, Aya Sinuva. Und dann gehen wir endlich in die Schneise rein zu diesem Gebirgsmassiv, wo wir dann in 3 Tagen hoffentlich landen werden. Die Leute bauen gerade hinten die Hantel zusammen. Auseinander, beziehungsweise machen sich bereit. Und wir versuchen jetzt mal früher zu starten jeden Tag. Da wir nicht mehr so viel Dreharbeiten haben, sollte das eigentlich hinhauen, damit wir immer rechtzeitig ankommen. Es wird nämlich wie immer beschwerlich, aber ich glaube, an die Fitness haben die sich mittlerweile gewöhnt. Jetzt ist nur die Höhenluft ein Thema zunehmend. Und da bin ich gespannt, wie wir darauf reagieren werden. Heute Nacht hatten wir noch einen kleinen Besucher. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr 20 Leute, sondern 21. Wir haben nämlich Thanos, den Thanos, gefunden. Der ist bei Tarik auf den Schoß gefallen, wohl irgendwo aus der Wand rausgekommen. Er schnippt ihn einfach weg und dann sehen wir, dass es eine wirklich handgroße Spinne war. Haben wir dann in unserem AG1-Bottich eingefangen und dann mal allen Leuten gezeigt und gerade wieder freigelassen. Leider wurde er direkt von einer Krähe geschnappt. Ja, das ist meine Schuld. Ich wollte Thanos freilassen, aber ich habe ihn exposed. Und das ist das Gesetz des Dschungels, aber ich fühle mich schuldig. Thanos wollte niemandem was Böses, wollte nur spielen, aber jetzt ist er gefressen. Ich sehe die Schuld auch ganz klar bei ihm. 8 Stunden vor uns, wird ein harter Tag. Alle Sachen sind trocken, ich bin warm geduscht. Also gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir wechseln uns einfach ab. Wir schauen mal. Ich habe die Stange gestern mit Paul die Strecke genommen, dann hat Vicky noch übernommen. Wir schauen einfach mal. Ich glaube, heute fängt Katrin an mit der Stange. Ich würde die alleine tragen. Und dann geht's erstmal richtig schön runter ins Tal. Durch die Ritze ins Tal verschwinden. Was eine geile Wortwahl, ey. So, jetzt gibt's einen Aufbruch. Es ist ja immer etwas später und ich möchte gerne, dass wir jetzt früher und früher und früher starten, damit wir zum einen den Regenschauer davon kommen und zum anderen auch immer Pufferzeit haben, damit wir ein bisschen mehr Pausen auf dem Weg haben können. Und mir wäre es sogar lieb, wenn wir noch eine Stunde früher aufbrechen könnten. Aber es dauert immer, bis eben eine ganze 20er-Truppe unterwegs ist. Und die Leute hier sind auch schon ungeduldig, die wollen jetzt los. Deswegen hauen wir jetzt rein und mal gucken. Dann sehen wir uns unten an den Stufen wieder. Mal sehen, wie unsere Knie sich dann anfühlen.
schon unten, aber man merkt es, die meisten, die sich so ein bisschen auf die Wade stützen, die haben dann total zitternde Knie. Und dann fängst du richtig an zu zittern, merkst du. Und das ist einfach, weil die Muskeln jetzt durchdrehen, die Knie total überlastet sind und alle Stützmuskeln von den Knien natürlich. Aber jetzt geht es nur noch bergauf. Ist das eine gute Nachricht, Paul? Geht so. Ja, ist für nichts zu begeistern. Wir müssen mal so ein bisschen versuchen, diese riesige Gruppe, die wir jetzt gerade sind, zu entzerren. Denn das ist ungemein hart für Leute, wenn die ständig andere im Nacken haben, zu schleppen oder warten müssen. Deswegen gucken wir jetzt, dass wir wieder ein bisschen auseinanderkommen. Die Leute, die vorne sein müssen, nach vorne kommen und hinten nach hinten. Ist gerade ein bisschen chaotisch geworden, weil wir nur eine große Traube sind. Naja, mal sehen. Vielleicht schaffen wir es ja am nächsten Punkt. Wo auch immer ihr meinen Finger jetzt sehen werdet, aber das ist das Dorf Chumrong. Irgendwo im oberen Drittel haben wir übernachtet und Basketball gespielt. Und heute Morgen sind wir komplett dieses ganze Dorf runter und noch viel, viel weiter bis zum Fluss. Und jetzt sind wir wieder auf halber Höhe des Dorfes. Wir werden noch ein bisschen höher gehen. Das hier ist Lower Sinuwa, dann gibt es Upper Sinuwa. Und dann kommen wir wieder ungefähr auf die gleiche Höhenmeterzahl wie da, wo wir übernachtet haben. Und ab da geht es nur noch nach oben. Ja, dieses Rangieren ist immer, man ist halt nicht so flexibel mit der Stange, ne? Und dann muss da halt der Hüftbeuger sehr viel arbeiten und so. Schon anstrengend. Ich empfinde es als anstrengender oder schwerer als mit dem bloßen Gewicht. Also andere Belastung einfach. Ich bin froh, wenn ich so dann wieder los bin, die Stange. Let's go, ich weiß nicht, wo du heute dein Power her hast, aber geil. Das ist wie beim Hütchenspielen. Am Anfang verliert der Dealer immer noch so und sagt so, oh, nochmal setzen, genau wie ich. Ich habe Energie aufgespart und jetzt kommt sie. Spaß, ich kann auch nicht mehr. Und wie viel Gepäck tragen Sie am Tag, Jim? Wollte ich gefilmt werden. Ja, nur um die Ecke, da vorne um die Ecke, dann gibt's Mittagessen. Pustekuchen, um die Ecke, riesengroße Treppen, nochmal um die Ecke, Treppen. Das ist um die Kurve. Das ist um die Kurve. Das ganze Dorf geht um die Kurve. Nur um die, ach, wie viel die Kurve, das ist die Frage. Das hat die Urleitung, aber was ist?
Wir reden schon. Was ist die Technik hierbei? Ich mache das so lange schon als Bodybuilder isoliert, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich einfach nur Gewicht überwinde, ohne korrekt zu trainieren. Wir machen jetzt eine Streetcan-Challenge. Wollt ihr einmal alle ausziehen, damit es ein bisschen eindrucksvoller aussieht? Dass man Arsch und Rücken an der Wand lassen muss und im Prinzip einfach curlt. Servus Leute, mein Name ist Paul Unterleitner. Willkommen zum neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Letztens wollte ich die Challenge eigentlich schon aufnehmen, habe mich aber nicht ready gefühlt. Heute ist das dafür schon deutlich besser. Ja, ja. Okay. Okay. Also knapp ist anders. Gehen wir gleich auf 60 oder bleiben? Wie viel wiegst du, Max? Ich wiege nur 5 Kilo mehr als das, was ihr jetzt hebt. Okay, wir heben jetzt den Max Münch. Hier ist gerade eine gute Luft übrigens. Boah, das ist schwer. Scheiße. Okay, wenn man so spürt. Rücken, ja. Das wow. So easy, Mann. Okay. Okay. Gar nichts vorder. Also für den Lange ging das noch gut. Also 70 könnten vielleicht drin sein. Oh. Das war richtig. Super. Können wir erstmal die Kamera ausmachen? Danke. Na komm, Sascha. Ja. Sascha, erzähl mal kurz den ganzen Hardgainer da draußen, wie viel Kalorien du im Aufbau gegessen hast. 8500. Das waren 5 Jahre meiner Uni-Zeit. Da musste ich sogar nachts 2-mal aufstehen, alle 2,5 Stunden. Und hab dann damals noch nicht vegan 30 Fischstäbchen und Spinat gegessen, und Müsli in Proteinshakes, Öl in Proteinshakes. Aber wer immer noch da draußen erzählt, ich habe alles versucht und kann nicht zunehmen, das wäre alles. 8000 Kalorien, also das ist absolut krass. Okay, ich muss ja noch, ne? Komm. Und wie viele Red Bulls trinkst du am Tag? 4 bis 6. Okay. So immer 1 Liter Red Bull muss immer rein, bis 1,5 Liter. Das sind keine Ernährungstipps gerade. Sascha ist so der Johannes Lukas des Trackings, würde ich sagen. Au! Eine 80 Kilo. Komm, tief okay. Rein. Aufbauen, komm. Und? Und boom, komm. Nee, der geht nicht so. Aber zur Hälfte. Nee. Okay. Aber ja, heftig. 70 Kilo kann man so stehen lassen. Mega. Auf der Geil. Stelle. Nice, und es wäre noch mehr gewesen. 72 bis 74. Ja, 72 bis 74 vielleicht, ja. Doch. Sollen wir mal checken, ob 2 Sherpas das hinkriegen? Ja. Mit dem Strict Curl? Come on. Do you two of you guys. Two. Don't be shy. Two strong Sherpas. Yes. Yeah. Yay. And the second one. You need the second one. Yeah. Sollen wir die denn? Ja, together. Sollen wir mit der 60 versuchen? Ja, gut. Machen wir mit 60 zuerst. Okay. And 3, 2, 1, up. And go.